Als nächstes wollen wir uns ein paar konkrete Beispiele von CW-Komplexen anschauen, um ein bisschen Gefühl dafür zu gewinnen. Fangen wir mal mit S1 an, als Raum. So, X ist S1 und hier kriegt man ganz viele CW-Strukturen. Eine CW-Struktur ist nicht eindeutig, also ich kann auf einem demselben Raum ganz viele CW-Strukturen haben. Ich könnte zum Beispiel hier diese hier machen, wo ich zwei Nullzellen habe, damit fange ich an, dann klebe ich zwei Einszellen an. Dann sieht das so aus. Was ich auch machen könnte, ist, ich könnte nur eine Nullzelle haben und klebe die eine Einszelle so an, dass die Anklebeabbildung, das ist ja eine Anklebeabbildung von S0 auf diesen einen Punkt, einfach die beiden Punkte zusammenwirft und dann sieht das so aus in der CW-Struktur. Ne? Also es sind beides CW-Strukturen. Ich könnte natürlich auch eine S1 nehmen mit ganz vielen Einszellen. Alles das sind verschiedene CW-Strukturen auf S1. Dann ein Beispiel zur Vorsicht. Also die Definition von CW-Komplex ist ja so, dass man sukzessive geordnet nach der Dimension der Zellen anklebt. Das heißt, die Anklebeabbildung einer N-Zelle geht immer in das kleinere Gerüst, in das N-1-Gerüst. Ich kann nicht irgendwie wild eine Nullzelle plötzlich irgendeine Zweizelle reinkleben. Und insofern ist, wenn ich das hier habe, erstmal eine legitime CW-Struktur von D2. Aber wenn ich jetzt irgendwie so ein Bild habe, wo ich, also vielleicht erstmal, das ist eine CW-Struktur von D2. Ja, und vielleicht auch der Hinweis, dass man es so oder so ähnlich machen muss. Also man kann nicht einfach sagen, D2 ist selbst ein CW-Komplex. Ne? Denn man Also D2 besitzt eine CW-Struktur, ja. aber es gibt keine CW-Struktur von D2, die nur aus einer Zweizelle besteht, weil ein CW-Komplex muss immer Nullzellen haben, weil ich klebe ja sukzessive an, also ich muss ja irgendwo hin ankleben können. Das heißt, das Nullgerüst ist nur dann leer, Wenn der wenn der ganze Raum leer CW-Komplex ist. leer ist, also wenn ich überhaupt nichts habe. Und was ich eben auch nicht machen darf, ist jetzt irgendwie eine Einszelle da so reinzukleben. Ne? Also ich könnte zum Beispiel ja sagen, oh ja, ist das vielleicht eine CW-Struktur, so wie gerade? Und dann habe ich aber hier noch eine Nullzelle drin. Das ist keine CW-Struktur. Nur wenn dieser Punkt jetzt irgendwie weiter vorne schweben würde oder so, ne? Aber er darf nicht in der Zelle liegen. Ja, genau. Also man muss das jetzt Bild richtig verstehen. Das ist jetzt einfach so ein Punkt, den ich ausgezeichnet habe im Inneren dieser Zweizelle. Das ist keine CW-Struktur von D2. Also nochmal eine N-Zelle, die Anklebeabbildung einer N-Zelle, die geht immer in das kleinere Gerüst. Dann gucken wir uns mal, bleiben wir mal bei schönen vertrauten Räumen, schauen wir uns mal die Sphäre an, S2. Auch hier gibt es ganz viele CW-Strukturen, die ich machen kann. Ich kann zum Beispiel eine nehmen, wo ich von der Äquator S1 die CW-Struktur nehme, die wir gerade hatten. Und dann habe ich hier also zwei Nullzellen, zwei Einszellen und jetzt klebe ich zwei Zweizellen an und zwar sind das die obere und untere Hemisphäre. Also, ich schreibe es mal hin. Das ist jetzt eine CW-Struktur mit zwei Nullzellen, zwei Einszellen und zwei Zweizellen. Und die Anklebeabbildung beider Zweizellen ist so, dass die S1 eben hier so in dieses 1-Gerüst so hin abbildet. Ich kann aber auch hier ganz verschiedene CW-Strukturen nehmen. Und jetzt hier ist mal ein interessantes Beispiel.
Ich kann Folgendes machen. Es gibt auch eine CW-Struktur mit einer Nullzelle und einer Zweizelle und keine weiteren Zellen. Also Dimension ist natürlich 2 bei S2. Das heißt also, die Situation kann ich haben. Ich muss immer Nullzellen haben, weil ich irgendwo anfangen muss. Es kann aber sein, dass die Anklebeabbildung einer Zweizelle direkt in das Nullgerüst geht oder die Anklebeabbildung einer 17-Zelle direkt in das 3-Gerüst geht. Und so kann ich vermeiden, dass ich Zwischenzellen habe. Das kann also passieren. Und wie sieht hier das bildlich erstmal aus? Bildlich sieht das so aus, dass ich eine Nullzelle habe und dann, ja, und irgendwie hier diese Zweizelle so habe. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwer zu malen. Vielleicht alternativ, ich habe einfach eine Scheibe. Das ist nämlich genau das Gleiche. Und diesen Rand dieser Scheibe, den kollabiere ich zum Punkt und dann bekomme ich eine S2, glaube ich, haben wir auch schon gesehen. Aber vielleicht können wir das jetzt ein bisschen am Rand kollabieren. Ein bisschen ausführlicher noch behandeln. Also zunächst mal möchte ich nur festhalten, beides CW-Strukturen auf S2. Und das zweite Beispiel können wir jetzt ruhig nochmal etwas detaillierter betrachten. Also, x0 ist der Punkt. So, 1-Gerüst wollen wir keines haben. Das heißt, formal brauche ich aber trotzdem einen Push-Out. Ja, weil wir haben immer gesagt, also nicht wollen wir keins haben, sondern es soll dasselbe sein. Ja, ja, genau, ja. Genau so. Ja. Und das 2-Gerüst ist dann schon die gesamte S2. Also das ist die Filtrierung, die legt das erstmal fest. Aber jetzt möchte ich doch sagen, wie da die Push-Outs dann aussehen oder möglicherweise aussehen. Hier haben wir tatsächlich keine große Wahl. Ja, formal brauchen wir einen Push-Out, das uns X1 aus X0 liefert. Naja, wir kleben aber keine Zelle an, das heißt, das ist halt dieses Push-Out hier. Sieht ein bisschen doof aus, aber trotzdem formal korrekt. Push-Out über die leere Indexmenge, das ist das Push-Out. Gut, interessanter ist natürlich jetzt das zweite Push-Out, was uns X2 liefert, also alles dann schlussendlich. Und hier ist es eben so, wir kleben das ja direkt an diesen Punkt heran. Das heißt, wir brauchen Push-Out, dass die Anklebeabbildung dieser einen Zweizelle, das ist die hier, mit kleinen Q, die geht also auf den Punkt, da habe ich keine Wahl für kleinen Q, das gibt nur eine Abbildung auf den Punkt. Aber jetzt brauchen wir hier eine Beschreibung von x und x ist ja S2. Also wir brauchen das hier, ein Push-Out dieser Gestalt. Naja, und jetzt als Punkt wähle ich jetzt mal, ich stelle mir ja S2 vor als Teilmenge von R3 und den Punkt, glaube ich, den will ich jetzt wählen als 0, 0, 1. Nordpol. Also stellen wir das jetzt vor als Timing von A3, so haben wir es ja auch definiert. Wie muss ich jetzt das Q machen? Naja, das Q, das kann man jetzt tatsächlich hinschreiben. Das tue ich jetzt auch mal. Und das mache ich jetzt aber so, indem ich, wie parametrisiere ich jetzt die Punkte in D2? Also D2 liegt ja in R hoch 2. Und die Punkte, da schreibe ich aber mal so. Also x1, x2, der Punkt liegt auf der S1 und T ist jetzt einfach die Norm dieses, genau, die Radialkoordinate, also die Norm dieses Vektors. Und dann sage ich ganz explizit, was dieses Q hier ist, und zwar muss es ja irgendwie gehen nach
S2 und es geht nach UX1, UX2, jetzt muss ich mal nachschauen, 2t-1, wobei U die Wurzel ist, große Wurzel aus 1 minus 2t minus 1 zum Quadrat. Also eigentlich hätte ich das gleich mit reinschreiben können, aber so ist ein bisschen kompakter geschrieben. Ich behaupte, das ist diese Abbildung. Wenn wir jetzt schauen, was macht denn die Abbildung groß Q auf dem Rand, also auf der S1, das ist der Fall, wenn t gleich 1 ist. Wenn t gleich 1 ist, dann ist, steht hier 2 minus 1, dann ist also dieses U 0. Das heißt, es geht alles auf den Punkt 0, 0, 1. So soll es ja sein, denn diese Abbildung Q, dieses Pushout bedeutet ja nur, dass Q hinabsteigt zu D2 modulo S1 und da wirklich einen Homomorphismus gibt zu S2. Also das ist schon mal richtig, die S1 geht wirklich auf den Punkt und die Abbildung ist wirklich, wie muss man sie sich vorstellen? Mal gucken hier die Punkte mit t gleich 1/2 und hier der Nullpunkt, dann geht hier dieser schraffierte Bereich, der geht auf die untere Hemisphäre. Also hier oben ist der Nordpol, 0, 0, 1. Und dieses schraffierte hier geht auf die untere Hemisphäre. Naja, und der Rest geht dann eben auf die obere Hemisphäre. Und wenn wir x1, x2 festhalten, dann ist es eben gerade so, wenn wir das festhalten, nur das t bewegen, das wäre also ein radialer Strahl, der wird durch dieses q abgebildet auf so einen Meridian von unten hoch, also vom Südpol zum Nordpol. So funktioniert diese Abbildung q. Und die liefert uns wirklich einen Homomorphismus von D2 modulo S1 nach S2. Und das ist gleichbedeutend zu der Aussage, dass wir hier einen Pushout haben. Also das ist jetzt einfach mal ein Fall hingeschrieben, dass man sieht, wir können nicht nur Bildchen malen. Man kann auch tatsächlich diese Abklebeabbildung hinschreiben. Manchmal ist das auch sinnvoll. Bei so kleinen Beispielen, einfach um ein intuitives Gefühl zu bekommen, ist natürlich viel wichtiger, dass man versteht, mit diesem Bildchen zu arbeiten. Und vielleicht noch als Bemerkung, das Beispiel verallgemeinert sich sehr leicht zum n-dimensionalen Fall. Ne? Also wenn man dn hat und... Dann hätte man tx1, tx2 bis txn. Genau. Und das würde abgebildet werden auf ux1 bis uxn und dann 2t-1 mit der gleichen Formel für u, denke ich. Ne? Mhm. Und die... Was uns dieses Pushout dann geben würde, wäre, dass die Sn, die N-Sphäre, eine CW-Struktur besitzt mit einer Nullzelle. Sehr gut, Corona-kompatibles Niesen. Ja. Eine Nullzelle und eine N-Zelle. Das heißt, die Skelette wären die ganze Zeit konstant bis zur letzten Dimension. Das wäre immer nur das N-1-Skelett ist immer noch dasselbe wie das Null-Skelett und dann erst kommt die letzte Zelle. Ja. So, jetzt wollen wir zuletzt, machen wir noch ein Beispiel, und zwar ein Beispiel, das du als Lesepensum, was heißt du, was wir als Lesepensum aufgegeben haben, bist immer du, der die Hausaufgabe macht. Nein, was wir als Lesepensum aufgegeben haben, nämlich den Präsentationskomplex. Und was wir da gesehen haben, ist, dass wir einen Raum definieren können. Für jede Gruppe mit einer endlichen Präsentation kann man einen Raum definieren, dessen Fundamentalgruppe isomorph ist zu genau dieser Gruppe. Und dieser Raum ist tatsächlich nicht irgendein Raum, sondern es ist einfach ein zweidimensionaler CW-Komplex. Und in der Sprache kann ich das jetzt nochmal kurz sagen. Das ist aber genau das, was da auch im Skript steht. Aber jetzt eben mit dem Begriff zweidimensionaler CW-Komplex, war das jetzt der dritte oder der vierte Punkt? Mal gucken. Ist das überhaupt durchnummeriert? Ja, ja. Ja. Lokale Nummerierung gibt es bei uns schon. Ne? Ja, okay. Also. Gut. Also die Situation hier war eine Präsentation, wir machen jetzt nur den Fall einer endlichen Präsentation,
Wir haben also Erzeuger S1 bis Rn und wir haben Relatoren R1 bis Rm. Eine endlich präsentierte Gruppe G. Und dann gab es den sogenannten Präsentationskomplex. Und Komplex nimmt es ja schon vor, also und wir wiederholen das jetzt einfach nochmal in dieser Sprache. Also wir behaupten, dieser Präsentationskomplex ist ein zweidimensionaler CW-Komplex. Mit folgender CW-Struktur. Ja, also x0 ist einfach nur der Punkt. Das ist schon mal leicht. x1 ist als Raum das Wedge über n Kopien von S1. Und x2 ist das x. Und mehr danach sind alle Gerüste gleich x2, weil wir ja schon gesagt haben, das Ganze wird jetzt eine zweidimensionale CW-Struktur. Und jetzt muss ich die Existenz von Pushouts zeigen. Also das Pushout, das x1 beschreibt, ist ganz kanonisch jetzt durch diese Daten vorgegeben für x1. Haben wir 1 Zellen, und zwar wie viele, nämlich n Stück. So, und diese S0, sie gehen alle auf denselben Punkt, muss ja so sein, wenn ich x0 als einen Punkt haben möchte. Und das ist wirklich, wenn ich all diese einzelnen S1en so alle an ihren Enden auf diesen Punkt schicke, kriege ich so ein Wedge von S1en, nämlich dieses hier. Und das Pushout, also was da beschrieben wurde im Lesepensum, ist die Beschreibung eines Pushouts für x, und das sieht wie folgt aus. Jetzt kleben wir M2 Zellen an, also indiziert durch die Relatoren, nehmen wir jetzt mal J, und um dieses Pushout zu beschreiben, hier ist es das 1-Gerüst. Und das Pushout ergibt sich, sobald ich hier diese Anklebeabbildung definiert habe. Dann kann ich sagen, was ist das Pushout? Und das ist dann das X. Und wie sehen jetzt diese QIs aus? Jedes QJ ist eine Abbildung von S1 in dieses Wedge. Und dieses QJ ist so gemacht, und dass ich sage es jetzt mal, ich beschreibe jetzt erstmal die Homotopieklasse von dem QJ, weil man die so elegant hinschreiben kann. Aber sagt dann auch nochmal ganz explizit, wie wir das im Lesepensum gemacht haben. Aber zunächst mal, dieses QJ ist ja so, dass es einen Basispunkt von S1 auf den Basispunkt, wo diese ganzen S1-Kopien dranhängen, schickt. Also so mache ich das einfach. Dann kann ich das als punktierte Abbildung auffassen. Und als punktierte Abbildung, das kam ja bei deinem Video schon vor, kann ich es auch als Element der Fundamentalgruppe auffassen, von dem Raum rechts. Also es macht Sinn, folgende Beschreibung macht Sinn, das als Element der Fundamentalgruppe, Moment, ich möchte da noch was dazwischen, hier kommt eine Lücke. Und zwar möchte ich, dass das Element der freien Gruppe in n Erzeugern auffassen, und wir haben ja schon gesehen, das ist aber die Fundamentalgruppe durch wiederholte Anwendung von Seifel van Kampen von diesem Raum hier. Ich lasse jetzt mal den Basispunkt weg, das ist der offensichtliche. Und die Beschreibung ist einfach die, das ist der Relator. Wo
ist eine schnelle Beschreibung. Aber gut, ich kann doch natürlich sagen, was ist dieses QJ ganz konkret? Das RJ ist ein Wort in den Erzeugern S1, SN. Jede dieser Kopien von S1, die hier stehen, identifiziere ich mit einem dieser Symbole S1 bis SN. Und dann sagt mir dieses Wort, wie diese S1, ja, wie ich da rumlaufen muss. Und das mache ich jetzt einfach nur durch ein Beispiel, weil das ja bei diesem Abschnitt Präsentationskomplex auch schon genauer steht. Also zum Beispiel, wenn RJ von der Gestalt ist S1, S2 minus 2, S1, dann wäre diese Abbildung QJ, die wäre jetzt so, also das ist jetzt der Fall N gleich 2, den ich diskutiere in dem Beispiel. Dann stelle ich mir das hier so vor als S1 und das als S2. Und dann, wenn ich hier so rumlaufe durch die S1, beschreibe ich jetzt das Bild unter QJ und das beschreibt mir meine Abbildung. Also erstmal laufe ich dann hier so rum. Also ich muss hier irgendwie anfangs mal so Orientierungen festlegen. Erstmal laufe ich so rum. Ah, nee, gerade andersrum. Naja, was? Gerade andersrum. Also ich lege erstmal eine Orientierung fest für diese Kreise und dann kriege ich die Abbildung. Und ich laufe jetzt erstmal so rum. Das ist dieses S1. Dann laufe ich entgegengesetzt hier rum und zwar zweimal wegen diesem minus 2. Und dann laufe ich wieder so rum. Also immer ein bisschen blöd zu malen, weil man immer die nebeneinander setzen muss. Aber ich denke, ist jetzt klar, inwieweit ein Wort wirklich eine Abbildung von S1 in so ein Wedge beschreibt. Und so wie die Berechnung dieser Fundamentalgruppe war als freie Gruppe, ist es dann tatsächlich so, dass als Element von P1 die so beschriebene Abbildung dem Wort RJ in der freien Gruppe entspricht. Und was wir eben dem Abschnitt über den Präsentationskomplex, was man da lesen kann, ist eine Anwendung des Videos, das du gemacht hast, von Seifert van Kampen, das dann wirklich zeigt, dass, ich glaube, ich habe es schon hingeschrieben, dass diese Fundamentalgruppe von dem so erzielten zweidimensionalen CW-Komplex isomorph ist zu G. Zwei Bemerkungen wollte ich noch machen. Also eigentlich ist es hierbei nicht wichtig gewesen, dass es endlich viele Erzeuger und endlich viele Relatoren waren. Denn du hast ja in der Definition von CW-Komplex erlaubt, dass da irgendwelche Indexmengen stehen, also auch durchaus auch unendliche. Ich hätte hier unendlich viele Einszellen ankleben können. Ich glaube, ich war mir jetzt nicht sicher im Lesepensum, ob wir da nur die Berechnung von P1 das für endlich Präsentierte machen. Ja, stimmt. Das könnte ich glaube, das haben wir aber gemacht. Aber du hast recht. Man könnte eine unendliche Präsentation genauso behandeln und der Satz wäre richtig, dass dieses X das erfüllt. Mhm. Ja. Und die zweite Bemerkung, die ich machen wollte, man kann das jetzt eigentlich auch umgekehrt anwenden, wenn ich jetzt als Präsentierung einer Gruppe dort eine Flächengruppe hinschreibe, also mit diesen Buchstaben A1, B1, A2, B2 und so weiter bis AN, BN und dieser einzigen Relation das Produkt von den Kommutatoren von AI, BI, dann erhalte ich als Präsentationskomplex zurück die Fläche, von der das die Flächengruppe war. Mit anderen Worten, wir haben bewiesen, dass auch alle orientierbaren Flächen vom Geschlecht G eine CW-Struktur besitzen. Ja, und zwar eine CW-Struktur, die zweidimensional ist, und zwar so, dass sie nur aus einer Zweizelle besteht. Genau, und auch nur aus einer Nullzelle. Also, und auch nur aus einer Nullzelle. Genau, also sie hat eine Nullzelle, 2G viele Einzellen und eine Zweizelle. Also eine sehr effektive CW-Struktur.